Lieber Michael, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute für das Online-Interview. Ich weiß, du hast einen Terminplan, der ist voll und voller. Zuerst mal möchte ich mit dem Herzblutthema einsteigen. Also mein Herzblutthema ist so das selbstgesteuerte, freie Lernen. Aber erzähl mal bitte was von deinem Herzblutthema. Wofür verschenkst du dich? Wofür brennst du? Naja, das Wichtigste ist, dass die Menschen verstehen, dass wir keine Schädlinge sind auf der Welt, dass wir für den Planeten gut sein können. Und das ist mir das Wichtigste. Die Grundfrage davon ist zu sagen, wie können wir nützlich sein und nicht weniger schädlich, denn für weniger schädlich sind wir zu viele Menschen auf der Welt. Ja, wir sind ja immer diesen Produktgedanken gefolgt. Eine Konsumgesellschaft ist ja schon längst ein Brandthema, aber das ist ja nicht seit gestern ein Brandthema. Der Club of Rome hat das ja schon längst thematisiert. Und wir sind ja immer weitergegangen, Konsum, Konsum. Und heute war bei uns Altpapierabholung. Ich glaube, so viele Kartons mit Fernsehern, Rechnern standen noch nie vor den Türen. Was läuft da schief? Naja, die Kartons gingen dann nach China. Also es läuft schief, dass es gar kein Recycling gibt, sondern dass es nur ein Downcycling gibt, weil unser Papier, unsere Kartons nie für Recycling entwickelt worden sind. Und es ist noch nicht mal eine Fensterscheibe zur Fensterscheibe jeweils recycelt worden. Es ist noch nie ein Auto zum Auto recycelt worden, noch nie ein Mobiltelefon zum Mobiltelefon. Die Menschen werden darüber angelogen, was wirklich los ist. Donald Trump ist irgendwie der ehrlichere Lügner. Dann weiß ich immerhin, wo ich dran bin. Also wir erzählen den Menschen Dinge, die einfach nicht stimmen. Also das ganze, der ganze grüne Punkt bei der Verpackung hat überhaupt nichts für die Umwelt gebracht. Das ist kein einziger schädlicher Kunststoff, kein schädliches Pigment vom Markt verschwunden. Der gleiche Dreck ist immer noch in Verwendung wie vor 30 Jahren. Und das wurde als grüner Punkt, als Umweltschutz ausgegeben. Die Verpackungsmenge hat sich mehr als verdoppelt, nicht nur bei den Fernseherverpackungen. Du hast gerade Verpackung angesprochen. Ich habe ein paar Artikel von dir gelesen, wo du was zu den Masken erzählt hast, zu den FFP3-Masken. Und da würde ich gerne kurz nochmal einsteigen, weil du hast ein unabhängiges Institut, du hast die Möglichkeit, Forschung zu betreiben und bist nicht angewiesen auf irgendwelche Zweit- und Drittantworten. Was hast du da gefunden in diesen FFP3-Masken? Naja, zum einen natürlich bin ich ein Vorsitzender des Hamburger Umweltinstituts, ein gemeinnütziger Verein, den gibt es seit über 30 Jahren und wir haben viele, viele Projekte über diesen Verein gemacht. Da ist vor allem dafür da, Dinge zu tun, die also Leute zu unterstützen, die zum Beispiel von umweltschädigenden Dingen, Altlasten etc. gesehen betroffen sind, Laserdruckern. Das ist der Verein. Dann bin ich an der Universität in Lüneburg und dort lehre ich, wie man Produkte anders machen kann, dass sie eben kein Abfall werden, sondern dass sie in Kreisläufe zurückgehen. Und zum Dritten bin ich noch in einem Institut, was ich aber die Leitung abgegeben habe, das nennt sich EPEA, Braungart. Das ist ein seit 30 Jahren Institut, was an Innovationen arbeitet, was daran arbeitet, wie man Dinge ändern kann. Über das Hamburger Umweltinstitut kommen natürlich zu uns die Leute, die von etwas Krankwerden betroffen sind und die haben uns Bilder geschickt von sich selber, wie sie Hautextreme kriegen, wie sie Ausschläge bekommen, wie sie Atemwegsprobleme haben, wie die Schleimhäute anschwellen. Und dann haben wir einfach diese Masken mal untersucht. Ich bin Chemiker, Verfahrenstechniker und bin aus dem Staunen nicht herausgekommen. Das Zeug ist nie für Hautkontakt gemacht worden. Da sind Silbersalze drin zum Beispiel, die die Hautflora direkt schädigen, oder sind optische Aufheller, die hormonell wirken. Oder es sind Lösungsmittelrückstände drin von der Herstellung, dass die FFP2-Masken würden für etwa 8 Cent einschließlich Verschiffung hergestellt werden. Für die Masken, die wir dann untersucht haben, werden die Apotheker mit 5 Euro bzw. 6 Euro bezahlt, obwohl die Herstellungskosten weniger als 10 Cent sind, deutlich. Das ist lustig drum. Ich habe mich immer gefragt, warum sind die Apotheker für die Masken zuständig? Aber das ist klar, das sind Gewinnspannen wie im Drogenhandel und die Apotheker eben mit Drogenhandel. Dazu ist das ganz normal, dass sie dann eben in diesen Handel eingestiegen sind. Aber für die menschliche Gesundheit sind diese Masken nicht gemacht. Die sind auch nur dafür gedacht, dass man etwa 20 Minuten sie auf hat, wenn man eben direkt beim Arbeiten, beim Sägen oder beim Schleifen oder Bohren eben
Herr Stoiber sonst einatmen würde, aber das sind keine Masken, die für den ganzen Tag gedacht sind, in keiner Weise. Was dazu kommt, ist noch, dass die Menschen sie ja dann länger tragen und dann reiben die sich ab und man nimmt doch ganz erhebliche Mengen an Mikroplastik auch darüber auf. Und das haben wir untersucht und hat uns eigentlich überrascht, dass die Behörden dann erst tätig geworden sind und gemerkt haben, die DEKRA zum Beispiel, dass man von 29 Masken Arten, die man untersucht hat, praktisch 16 aus dem Verkehr ziehen musste. Das wäre doch schon lange die Aufgabe des Staates gewesen, wirklich zu gucken, dass man gesunde und sichere Masken dazu hat. Das ist unglaublich, was du sagst. Vor allen Dingen, dass es die etablierte Presse nicht wirklich so weit rausträgt, dass ein Schrei losgeht. Weil wenn ich gucke, die Kinder, also meine Kinder jetzt nicht, weil die habe ich alle zu Hause gelassen, meine drei. Und damals, wo diese Maskenpflicht aufkam, habe ich auch gesagt, das stimmt was nicht. Also die Kinder sollen 6 Stunden ununterbrochen diese Masken anhaben in der Schule, sollen dabei noch denken, arbeiten, dem Unterricht folgen. Sie sollen also mündige Bürger werden. Was passiert da, wenn man jetzt über ein halbes Jahr, über ein Jahr 6 Stunden plus nochmal 2, 3 Stunden draußen so eine Maske trägt? Was passiert da in 10, 20, 30 Jahren? Naja, wir können das nicht sagen, weil dafür so viele verschiedene Stoffe ausdünsten, die untereinander auch in Wechselwirkung treten können. Das heißt, so wie man es ja kennt, wenn man ein Glas Rotwein trinkt und eine Aspirintablette zu sich nimmt, dann verhält man sich so, wie man 2 Flaschen Rotwein getrunken hätte. So können diese Substanzen sich gegenseitig in Wechselwirkung verstärken. Also an der Universität zum Beispiel kommen natürlich alle Leute heraus, die schon immer den anderen etwas vorschreiben wollten. Auch können Sie sich vorstellen, bei uns an der Universität in Lüneburg ist vorgeschrieben, dass man auf dem Parkplatz eine Maske tragen muss. Dabei habe ich bisher noch kein einziges Auto gesehen, was sich von Corona infiziert hätte. Also ich verstehe ja, dass man die Autos schützen muss, aber Corona ist doch keine echte Gefahr dafür. Also da gibt es tolle Dinge. Oder in dem Gebäude, wo ich bin, gibt es nur Pfeile nach oben. Und das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich wieder runterkommen soll. Wahrscheinlich sammeln die sich alle oben im Dachstuhl davon. Und dann werden überall diese PVC-Aufkleber dran gepackt mit den giftigen Weichmachern, wo ich 1984 schon veröffentlicht habe, dass sie unfruchtbar machen. Und überall ist es dieses PVC oder natürlich die Plexiglas-Dinge sind auch nicht unbedingt das, was man für die Allgemeinheit verwenden sollte, weil sie auch erhebliche Ausgrenzungen haben. Aber im Prinzip gesehen ist es natürlich eine gute Übung, zu verstehen, was wirklich zählt. Trotzdem ausdrücklich, ich bin dafür, dass Menschen Masken verwenden. Eigentlich sollte man solche Masken verwenden, die aber eben dafür geeignet sind und auch entwickelt werden. Davon in öffentlichen Transport ist es sicher sinnvoll. Aber diese FFP2-Masken sind es eigentlich nicht. Ich meine, jetzt wird in der Bahn wird jetzt vorgeschrieben, dass ich eine FFP2-Maske tragen sollte. Und warum kann ich im Krankenhaus operiert werden mit einer Operationsmaske? Davon, die ist ja gut genug, dass ich mich nicht infiziere. Aber im Zug soll ich eine Baumarktmaske nehmen, die gar keine medizinische Maske ist. Also es ist auch lustig, es wird dann vorgeschrieben, eine medizinische Maske zu tragen, aber auf den FFP2-Masken steht ausdrücklich darauf, dass sie keine medizinischen Masken sind. Na gut, also ich glaube, dass es ein ganz guter Feldversuch ist. Trotzdem, ich glaube, dass man auch die Auswirkungen auf Kinder nicht überdramatisieren sollte, weil damit schafft man für die Kinder erst das Problem. Also ich kann mich an Kindheitserlebnisse erinnern, die erst dadurch schlimm wurden, dass meine Eltern sie schlimm gefunden haben. Ja. Also man kann das durchaus auch so wie das Leben ist schön davon in dem Film einfach durchaus mal sagen, naja, schau dir mal an, die machen hier einen Maskenball gerade kollektiv. Und ich möchte schon auch darauf hinweisen, dass viele Leute, die so um 80, 90 herum sind und als Kinder den Krieg noch erleben muss, den Zweiten Weltkrieg, einfach komplett anderen Traumata ausgesetzt waren. Und das ist wichtig. Also es ist extrem ärgerlich. Es ist auch eine Gemeinheit, Kindern so Kindheit wirklich zu stehlen. Aber trotzdem in Relation dazu ist es wichtig, dass man den Kindern nicht zusätzlich die eigene Empörung darüber mitgibt, weil sie das dann noch viel weniger verarbeiten können. Weil Kinder erwarten, dass ihre Eltern sich wehren können, dass sie handeln können, dass sie verteidigen können.
Und dann erleben sie die Eltern wütend und hilflos. Das ist auch kein gutes Bild, was man damit abgibt. Nee, also ich glaube, das ist wirklich ein wunden Punkt angesprochen. Das ist fast noch schlimmer, weil die Kinder wollen ja helfen. Die wollen ja was dazu beitragen. Und wenn sie merken, dass die Eltern ohnmächtig sind, dann wissen die nicht mehr ein und aus. Also von daher, das kann ich absolut bestätigen. Ich fand auch deinen Humor wirklich klasse, weil es beruht ja letztendlich auf der Erfahrung, die du hast. Du hast ein Institut, wo du die Sachen kontrollieren kannst und auch verifizieren kannst. Von daher hast du einen gewissen Überblick. Und ich glaube, so ein unabhängiges Institut ist Gold wert. Also ich werde nachher auch in das Video einen Link reinmachen, dass diejenigen, wo sagen, ja, sowas brauchen wir, auch eine Möglichkeit haben zu spenden und Danke zu sagen, dass ihr sowas macht, weil ich glaube, es braucht mehr solche krisenfesten Institutionen, die an der Stelle einfach mal einspringen können und sagen können, hey, guck mal, was da drin ist, bevor der Staat einfach sagt, ja, es ist mir egal, wo das Geld nachher abfließt. Also ob jetzt die 4,80 € in irgendeinen Geldbeutel von den Masken abfließen oder die 4,80 € dann bei dir reinfließen, der, glaube ich, weiß mal, wohin das Bild besser ist. Was ich gemacht habe, ich habe deinem Tipp gefolgt mit dem Masken. Ich möchte noch das ergänzen. Es ist schon wichtig, dass man die Dinge messen kann. Ja. Trotzdem messen wir immer nur einzelne Schadstoffe. Und dann kommen die Behörde hin und sagen, Braungart, obwohl ich ordentlicher Professor an der Universität Lüneburg bin und wirklich ein loyaler Diener dieses Staates nun wirklich und eine freiheitliche, demokratische Grundordnung auf jeden Fall unterstütze und aktiv mich dafür einsetze, kommen dran, meine Untersuchungen in Zweifel zu ziehen. Das finde ich schon beeindruckend. Das liegt aber daran, dass wir einzelne Substanzen angucken und für jede einzelne haben wir einen Grenzwert. Aber für die Summe von Substanzen, die wir gar nicht erwartet haben, gibt es natürlich keine Grenzwerte. Und dann untersuchen die ein paar Schadstoffe, finden dazu nichts und sagen dann, ja, das sei nicht korrekt. Und ich behaupte auch nicht, dass die Grenzwerte überschritten werden, weil für die meisten Stoffe haben wir gar keine Grenzwerte da davon. Und das zusätzlich Interessante ist, die Grenzwerte beziehen sich auf Kubikmeter. Aber ich habe vor meiner Maske nur etwa 30 Kubikzentimeter. Und wenn ich das hochrechne, überschreite ich auch für dies, was ich messe, die Arbeitsplatzgrenzwerte ganz drastisch, auch die am Arbeitsplatz gelten, weil dieses Volumen ja nur 30 Kubikzentimeter ist und nicht ein ganzer Kubikmeter. Aber da wollte ich jetzt noch was ausführen, weil das ist entscheidend, auch für die Leute, die jetzt zuschauen. Die sollten deinem Tipp folgen, und zwar den Backofen auf 50 Grad einschalten, diese Masken schön gleichmäßig aufs Backrost legen und für 30 Minuten einfach im Backofen. Und dann die ersten 10 Minuten vor dem Backofen stehen. Leute, das reicht. Die ersten 10 Minuten. Ich stand keine 5 Minuten davor. Und dann mal schnuppern, wie es riecht. Und wer dann glaubt, dass es gesund ist, was da an Ausdünstung rauskommt, der glaubt auch, dass die Zitronenfaltern unheimlich viel Zitronen falten. Und da kann man eine super tolle Limo rausmachen. Die schmeckt super gut. Also so viel Zitronenlimonade kann man echt kaufen. Also einfach selbst ausprobieren. In den Backofen rein. Und nach 5 bis 10 Minuten weiß mal, ob das eine gute Maske war oder nicht. Also meine haben bestialisch gerochen. Die riechen jetzt wirklich gut. Von daher vielen Dank für diesen Tipp. Der ist simpel, das kann jeder machen. Jeder hat einen Backofen. Und 50 Grad schafft jeder Backofen, also eine halbe Stunde. Geht auch zur Not. Man kann sie 2, 3 Tage auf die Fensterbank legen. Davon nicht unbedingt im Schlafzimmer. Aber dann geht auch ein großer Teil raus. Also wir haben aber der Backofen-Tipp ist super, weil dann merkt man selber, was da drin steckt. Das schießt einen entgegen. Da hat man keine Zweifel mehr. Also wer da noch Zweifel hat, der soll seinen Kopf einfach in den Backofen reinheben, weil das tut gut. Ja, es sind halt einfach technische Gemische, die man verwendet hat. Die sind nie dafür gedacht, dass man sie 8 Stunden wirklich vor dem Kopf hat. Und außerdem ist da auch gar nichts anders als zunächst mal vorzuwerfen, weil die Menschen in Asien hatten halt nie eine Umweltdiskussion. Die haben dann schlimmste Feinstaubgehalte, wo ihre Lebenserwartung 6, 8 Jahre länger wird. Dann ist das natürlich verständlich, dass sie eben einfach mal Masken verwenden, die irgendwie geeignet erscheinen. Also wir haben 40 Jahre Weltuntergangs-Umweltdiskussion geführt und daraus ist das Know-how da. Wir müssen das jetzt auch wirklich umsetzen, denn sonst brauchen wir das nicht. Das ist keine Schönwettermoral-Geschichte dafür. Ich komme jetzt mal ganz kurz weg, um nachher wieder darauf zurückzukommen. Dann haben wir ein bisschen Luft von dem Flaskenthema. Wenn man sich jetzt mal die neuen Sachen anschaut, Tesla, super tolles Elektroauto, super umwelteffizient nach außen hin. Und was macht der gute Mann? Er kauft Bitcoin. Bitcoin in Milliardenumfang. Bitcoin, um allein diese Blockchain zu berechnen, braucht er so viel Strom wie ein kleines Land wie Niederlande. 17,5 Millionen Einwohner wird da einfach nur, um ein Rätsel zu lösen, ein mathematisches Rätsel, das notwendig ist, verbraten.
Wie passt das zusammen? Umweltgedanken auf der einen Seite und auf der anderen Seite etwas zu tun, wo jeder halbwegs vernünftige Mensch, der jetzt nicht spekulieren will, sagt, Entschuldigung, das ist ein Irrsinn. Jetzt Ja, bist du gefragt. ich meine, wir haben doch in unserer Geschichte vergleichbare Märchen sozusagen, so wie das tapfere Schneiderlein oder der gestiefelte Kater. Ich halte diesen Herrn Musk wirklich für einen Hochstapler. Und ich glaube, das ist so eine allgemeine Autosuggestion, die dann eintritt. Ich meine, wir zerstören unseren Planeten, um dann ins Weltall zu gehen. Ich meine, das ist doch wirklich ein schlechter Witz. Und ich habe natürlich auch eine persönliche Erfahrung, gebe ich zu. Ich habe ein Erdgasfahrzeug gehabt, genauer gesagt, bis mir beim Überholen auf der Autobahn zwischen Winsenluhe und Lüneburg ein Tesla-Fahrer mit 200 Kilometer schnell draufgefahren ist. Also wenn man also ich war 130 Kilometer schnell, habe überholt und der hat von 250 Kilometer immerhin noch auf 200 Kilometer runterbremsen können. Dadurch habe ich nur ein Schleudertrauma und ein Tinnitus und der Hals tut mir weh. Und ich habe ihn drauf fahren sehen, dazu drum konnte ich mich gerade auch hinsetzen, sodass ich keinen weiteren größeren Schaden erlitten habe. Aber diese Tesla hat sich völlig zerlegt. Also so wie so ein Lego-Auto. Das ist gar kein Auto. Wie die deutschen Autohersteller so doof sein können, das nicht mal zu so entlarven. Das ist pure Hochstapelei. Das ist nur ein Elektromotor mit vier Rädern. Davon, dieses Auto hat sich komplett zerlegt. Also so. Und ich hatte großes Glück, dass es nicht nur angefangen hat zu brennen. Also die Feuerwehr Ja, war die völlig in löscht das nicht Panik mehr. darüber. Die löscht das nicht mehr. Die lässt es ausbrennen. Insoweit. Aber ich meine, wir neigen dazu, durchaus auf Hochstapler reinzufallen. Das kennen wir in unserer Geschichte leider auch. Und insoweit gesehen ist es wichtig, eben als Naturwissenschaftler kann ich immer sagen, guck mal, ich finde das hier, ich kann es euch zeigen. Ich untersuche es jetzt seit 34 Jahren Muttermilchproben. Es gibt keine einzige Muttermilchprobe, die man als Trinkmilch verkaufen dürfte. Keine einzige, die Grenzwerte für Trinkmilch werden teilweise das zig-hundertfache überschritten. Und ein Drittel der Chemikalien, die wir finden, darin kommt aus dem Baubereich etwa. Man kann jetzt doch mal hingehen und sagen, wenn ich ein Haus baue, dann baue ich ein Haus, was für Muttermilch geeignet ist. Übrigens für alle, die da sich durchaus natürlich dann jetzt Gedanken machen, es ist trotzdem gut, ein Baby zu stillen. Und davon, ich bin in den USA groß geworden, darum habe ich ein bisschen eine flapsige Ausdrucksweise. Also es lohnt sich natürlich, ein Baby zu stillen für die Mutter, weil sie kann sich dabei entgiften. Also sie verlieren mit einem Baby mindestens ein Drittel der Schadstoffe, die sie im Körper gespeichert haben. Also Roland hat es ganz richtig gemacht, drei Kinder dazu zu haben. Wie lange gestillt sind? Über 2 Jahre, ja. Ja, allerdings, das möchte ich ausdrücklich abraten davon, ganz wichtig davon, weil das Stillen ist gut für das Baby auch, aber für maximal 9 Monate, weil dann die Leber und die Nieren funktionieren und dann werden die Stoffe verstoffwechselt. Vorher rauscht dieser Dreck einfach durch, sozusagen. Und darum ist auch für die Mutter und für das Baby gut, gestillt zu werden, aber nicht länger als etwa 9 Monate. Also das ist so etwa das Obere davon. Dann ist tatsächlich der Körper funktionsfähig der Babys und dann werden die Dinge auch angereichert. Aber woher soll man das auch wissen dazu? Eigentlich ist es ja eine Gemeinheit. Und eigentlich hat auch ein Baby darauf ein Recht, nur Muttermilch zu trinken und nicht Muttermilch und Chemikaliencocktail daraus. Das ist zumindest chemische Belästigung. Also so wie bei den Masken auch. Ich meine, ich muss bei sexueller Belästigung da auch nicht nachweisen, dass ich davon krank geworden bin. Ich habe ein Recht darauf, nicht belästigt zu werden. Ich habe ein Recht auf saubere Luft. Ein Baby hat ein Recht darauf, auf Muttermilch, die nicht kontaminiert ist mit Pestiziden, Klebstoffrückständen und solchen Dreck. Gut, das Stillen mit dem Baby hat sich bei uns eigentlich relativ einfach gelöst. Entweder kam das nächste oder es kamen die Zähne und mit Beißen in die Brust war völlig klar, das hat sich erledigt. Also von daher, vieles erledigt sich kurze Zeit später von selbst. Naja, es gibt durchaus so Leute, die durchaus esoterisch, die ein Baby so 3 Jahre oder sowas stillen, das möchte ich wirklich davon abraten.
Noch ein anderes Thema würde ich gerne kurz ansprechen, zu Digitalisierung. Also wir sind ja groß geworden mit Analog und Analog hat ja den riesen Vorteil, du machst eine Kopie und die wird immer schlechter. Also das Original zurück zur Quelle ist eigentlich super. Mit der Digitalisierung kannst du beliebig viele Kopien machen. Du kannst nicht mehr unterscheiden, wo das Original ist. Bleiben wir mal bei Meinungen. Du kannst beliebig viele Kopien von Meinungen machen. Die Leute interessieren sich gar nicht mehr für die Quelle. Die plappern dann Dinge nach, wo sie gar nicht mehr wissen, worum es geht. Sind wir so langsam, wie der Eberhard im letzten Video gesagt hat, in der digitalen Steinzeit? Also sind wir noch da mit dem Speer und der Keule? Oder siehst du da schon ein bisschen Blick in Umdenken? Weil der Transformationsprozess der Bildung, des Lernen, so Vorlesungen, wie du jetzt gleich hältst in 10 Minuten, die sind jetzt gerade digital. Also merkst du da einen Aufbruch? Passiert da was Besseres beim Lernen? Ja, also die Digitalisierung hätte eigentlich riesen Chancen, wenn man sie richtig begreift. Die Leute denken, wenn sie ihren Kühlschrank vom Fernseher und Fernseher vom Auto ein- und ausschalten, dann sei das Digitalisierung. Digitalisierung würde bedeuten, dass man den Abfallbegriff abschaffen kann, weil man weiß ja immer, was es ist. Ja. Das heißt bei uns nur Digitalisierung, weil der Minister so korpulent ist, der Wirtschaftsminister. Sonst würde das Dünitalisierung heißen, weil das digitale Denken ist nicht da. Also ich war bei einem großen Autohersteller in Süddeutschland und die haben mir ihre Fabrik der Zukunft gezeigt, dass sie 200 Roboter gekauft haben. Kannst du dir vorstellen? Ich habe sie nur ausgelacht. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um mich wieder einzukriegen. Und ich hatte so doof kann ja nicht sein. Der Fabrik der Zukunft kaufen die Roboter. Wenn die Roboter kaufen, dann müssen sie jede Tätigkeit diesem Roboter zuschanzen. Ja, dann muss der, damit er ausgelastet ist, davon einfach alles machen und den Menschen die Arbeit wegnehmen. Anstatt dass man fragt, was sind langweilige und was sind gefährliche Tätigkeiten und die soll der Roboter machen. Ja, die Leute zahlen dann die Wartung, die Umprogrammierung davon. Aber warum fragen die nicht einfach nach 100 Millionen Schweißpunkten nach? Das wäre Digitalisierung. Also den Leuten das zu verkaufen, was sie wirklich haben wollen. Und dann würde der Hersteller, der Roboter, diese Schweißpunkte zum niedrigsten Preis liefern. Und das gilt für alle Dinge davon. Also ich brauche doch keinen Fernseher. Ich brauche doch nur Fernseh gucken. Dann kann ich mit der Digitalisierung den Leuten das Eigentum am Fernseher lassen und nur den Besitz kaufen. Und dann kann der Hersteller viel bessere Materialien verwenden. In einer Waschmaschine werden zum Beispiel etwa 120 verschiedene Plastiksorten verwendet. Die stinken aus. Zum Beispiel habe ich eine deutsche Waschmaschine mal untersucht. Die gab mehr Benzol ab durch die Gummidichtung, die aus Malaysia kam, als ich an jeder Tankstelle aufnehme. Das macht Leukämie bei Kindern und die Leute versiegeln jetzt das Gebäude, machen es gasdicht. Und dann bleibt das alles in der Küche da, wo die Waschmaschine steht und wird dann eingeatmet. Und dann fragt mich der Umweltbeauftragte, was ist denn der Grenzwert für Benzol aus Waschmaschinen? Natürlich gibt es keinen Grenzwert für Benzol aus Waschmaschinen. Wenn ich aber den Leuten nur 3000 Mal Waschen verkaufen würde, dann könnte der Waschmaschinenhersteller anstatt 120 Plastiksorten zwei Plastiksorten einsetzen, weil er ja nur die Nutzung abgeben würde. Ja, dann könnte man das Beste einsetzen, nicht den billigsten Dreck. Die Digitalisierung würde mir erlauben, dass ich keinen Fußboden mehr kaufe, sondern nur noch 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann kann der Hersteller die besten Materialien verwenden und er verkauft mir nur die Nutzung. Denn warum soll ich Eigentümer von Sondermüll werden, wenn ich doch nur die Dienstleistung brauche? Also die Digitalisierung würde eigentlich Riesenchancen bilden, aber tatsächlich wird sie hauptsächlich genutzt, um unsere Kinder verblöden zu lassen vor irgendwelchen Ja, Computerspielen kaum schon. davon. Und dafür gibt es dann noch irgendwelche Auszeichnungen davon. Und dann sitzt jemand dort und macht Fortnite und sonst was und mein Ja. Kind verblödet dann darüber. Das ist keine Digitalisierung, das ist nur ein zusätzlicher Versuch, Menschen zu beherrschen und zu Ja. manipulieren und sie zu willigen Konsumtrotteln zu machen. Hat ja einen Begriff seit den 90er Jahren, Tititainment. Ja, also die Menschen, es wird irgendwann werden sie den Menschen einen Chip wirklich implantieren und dann wissen sie schon, was die Leute denken könnten möglicherweise und werden dieses Denken können sozusagen dann noch zensieren. Und das ist ja in der Tat jetzt kritisch, weil die Digitalisierung hauptsächlich zu Manipulationen von Menschen benutzt wird. Eigentlich kann die Digitalisierung uns viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten geben, aber es müsste halt eben eine echte Digitalisierung sein. Die Ja. wirklich, die bedeutet, und da ist jetzt das, was du sagst mit dem Zwilling doch genau richtig, weil ich will natürlich, dass der Gegenstand nicht downgecycelt wird, sondern dass er in der Tat wieder als Gegenstand in dieser Zusammensetzung da ist. Ja? Also im Moment wird aus wertvollstem Autostahl, und das nenne ich Recycling, wirklich Betonstahl gemacht, alles Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, alles ist im Betonstahl verloren darin.
Da wäre die Digitalisierung, könnte anders sein. Man könnte dann völlig andere Fahrzeuge machen, wo eben das Material wirklich in einen echten Nährstoffkreislauf bliebe für die Biosphäre oder für die Technosphäre. Ich merke das auch. Wir haben ja ein Produkt mit den Gen2, wo wir KI-Algorithmen einsetzen. Und dass die meisten einfach am liebsten irgendwie eine Zahl haben wollen, das Denken gar nicht mehr einschalten müssen, ist auch da sichtbar. Die fragen dann, muss ich denn noch selber lernen oder kann die Maschine das übernehmen? Und dann sage ich, ach, Leute, die Maschine kann euch helfen, in Millionen von Möglichkeiten die 10 zu finden, die für euch passen. Aber lernen müsst ihr noch selber. Ich glaube, du hast gleich die Vorlesung. Ein Schlusswort von dir. Die Corona-Krise hat als solches ja einiges Umbruch gebracht. Welches Fazit ziehst du daraus? Kommen wir da als Gesellschaft schlauer raus? Haben manche gemerkt, dass es doch was anderes gibt als Gesellschaft in dem Sinne, als Produktwaren? Also wie ist dein Fazit, wenn wir da durch sind? Ja, also zuerst mal, Corona wird uns die Vitalität stehlen, die wir eigentlich brauchen würden, um schneller Dinge zu ändern. Durch Corona werden weltweit mindestens 300 Millionen Menschen an Hunger sterben. Das ist gar nicht aufzuhalten. Das heißt, wir betrachten unser Leben und unsere Ängste so viel wichtiger als die Lebensrechte von anderen Menschen. Was mich völlig irritiert, ist, dass selbst auch die Grünen dieses 1,5-Grad-Ziel fordern davon. Und weil das bedeutet nur, dass der Planet ein bisschen später zugrunde geht, also nur zwei Generationen später. Der zerstört sich doch jetzt. Jetzt verschwindet das Polareis, jetzt taut der Permafrostboden auf, jetzt verschwinden die Gletscher. Das heißt, wir müssen ein ganz anderes Ziel vorgeben. Wir müssen erreichen, dass im Jahr 2100 wieder die Gehalte in Kohlendioxid in der Atmosphäre sind, die es 1900 gab. Wir müssen es aktiv zurückholen. Das ist die Aufgabe, denn ansonsten gesehen werden wir uns nur bemüht haben. Und ein Planet, der langsamer abstirbt, stirbt umso gründlicher ab. Also wenn er schnell abstirbt, könnte er sich von den Nischen aus regenerieren. Also selbst wenn das ökologische Ziel erreichen, wird das Gegenteil, wenn der Planet langsamer abstirbt, dann stirben die Nischen mit ab. Das heißt, also was mich umtreibt, ist, dass die Menschen eigentlich auch viel zu bescheiden sind im Verhältnis zu der Bedrohung, die da sind. Also wir müssten zum Beispiel erreichen, zu sagen, wir werden in 10 Jahren nur noch Kunststoffe verwenden, die aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen worden sind. Dann hätten wir jungen Leute auch eine positive Aufgabe. Jetzt sind die Nachhaltigkeitsleute in den Unternehmen eigentlich fast meine größten Feinde geworden. Die schließen 2 Elektroautos zusätzlich an, die machen die Plastikflasche 1% leichter. Das sind 7 Milliarden Berichtswesen allein für Nachhaltigkeit davon, anstatt wirklich zu fragen, was ist das Richtige? Was brauchen die Menschen wirklich? Was wollen die Menschen haben? Und da schließt sich natürlich ein Kreis. Ich habe als Teenager einen Fernseher auseinandergebaut und gefragt, wollen die Leute 4360 Chemikalien haben? Dann möchten sie Fernsehen gucken. Dann wurde ich vom Wettbewerb ausgeschlossen. Das war so ein Jugendforst-Wettbewerb. Da haben die gesagt, ich sei ein Öko-Kommunist. Dabei will ich doch nur die Dienstleistung nutzen. Warum soll ich Eigentümer von Sondermüll werden? Die Dinge brauchen Zeit, aber ich bin eigentlich ganz optimistisch davon. Es gibt von dem, was wir machen, so Cradle to Cradle, von der Wiege zu denken, inzwischen auf der Welt schon über 11.000 Produkte. Das heißt, das ändert sich erstaunlich schnell. Ich hatte als Student ein Mobiltelefon, das hat 18 Kilo gewogen, also zwischen der Erfindung. Man kann sich über die Sinnhaftigkeit ja nochmal unterhalten. Damals dachte ich, dass es wirklich etwas Tolles sei. Zwischen der Erfindung und der Verfügbarkeit für die Allgemeinheit sind 65 Jahre vergangen. Also wir haben doch gar keine andere Alternative. Lasst uns die Dinge anpacken und ändern und wirklich uns nicht bemitleiden, uns nicht ständig beklagen über anderen, sondern wirklich selber handeln. Und dann bin ich wirklich mit Erich Kästner, der hat gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, das ist eigentlich ein super Schlusswort. Und ich würde dir am liebsten noch eine Frage nachstellen, weil du warst im politischen Engagement ja vor 30 Jahren richtig mittendrin und dabei und das eigentlich so zuzogen. Was ist der Politik von heute ja verloren gegangen? Ja, ich meine, ich habe ja mal die Grünen auch mitgegründet, das sind 40 Jahre schon her. 40 sogar. Ja, also ich habe als Teenager die Grüne Aktion Zukunft mitgegründet, die dann in den Grünen mit aufging dazu. Du warst auf den Schornsteinfegen ja oben, wo wirklich der Ruch rauskam. Wir haben Abwasserrohre zugemacht und es fehlt schon ein bisschen der echte Veränderungswille.
wenn die Leute meinen, wenn es ihnen persönlich besser geht, geht es der Gesellschaft besser, aber das ist nicht so. Das ist eine Täuschung. Also meine Studenten kriegen heute Verträge an der Universität, für die hätte ich an der Universität nicht gearbeitet. Dazu ganz klar. Also das heißt, es fehlen, die echten Grünen fehlen halt tatsächlich. Es ist so eine Wellnesspartei praktisch geworden daraus. Das ist schön, wenn man sich gemeinsam wohlfühlen will und dann, aber wir brauchen jetzt wirklich echten Handlungswillen, Gestaltungswillen und das ist nicht das 1,5-Grad-Ziel, sondern das heißt wirklich alle Dinge nochmal neu zu betrachten. Also wir müssen zum Beispiel den Boden zurückgewinnen. Wir haben in den letzten 150 Jahren die Fläche Gesamtchinas und die gesamte Fläche der Vereinigten Staaten als landwirtschaftliche Fläche verloren. Das ist unglaublich. Ja. Der Mutterboden im Wesentlichen. Ja, ja. Und also ja. Wir müssen Importfuttermittel stoppen zum Beispiel. Ich meine, wie können wir die Fläche Frankreichs aus Brasilien importieren? Das ist völlig irrig und das zerstört. Also es gibt Handlungsfelder ohne Ende. Ja. Und ich möchte am Schluss vielleicht darauf hinweisen, es gibt einen Cradle-to-Cradle-Verein, wo inzwischen über 1000 junge Leute drin sind, wo die ehrenamtlich arbeiten davon. Der ist ein gemeinnütziger Verein und dort kann jeder sich engagieren. Man sollte das entschiedene Vorgehen nicht immer nur den Terroristen überlasten. Also fünf Leute können die Dinge, die Welt ändern, wenn sie das nur wollen. Und nichts Illegales, ausdrücklich. Jedes Illegale ist nur ein Zeichen von Fantasielosigkeit. Also nichts dergleichen. Keine Gewalt auch. Nein, aber entschiedenes, freundliches Vorgehen, das braucht es. Super, vielen Dank. Ich werde den Link auch noch unten reinschieben dann in die Beschreibung. Dann kannst du ihn danach lesen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte. Gute. Ja, bis bald. Dann bis bald. Gute und halte durch. Bleib gesund.